an der Isar in München liegen ganz viele Zigarettenkippen rum. Das ist ein super Sammelspot. Und deswegen am Weltnichtrauchertag bin ich gerne hier zum Kippensammeln. Es war eigentlich ein super normaler Sammeltag, ein bisschen windig vielleicht, aber sonst ganz normal. Aber dann, von unter der Brücke, kam die Kippi. Die Kippi hat mich dann begleitet. Sie wollte sich immer wieder hinsetzen. Und ich habe gesagt, nein, Kippi, das geht nicht, da kannst du dich nicht hinsetzen, weil du wirst den Grundwasser da vergiften. Sie wollte sich in das Wasser auch hinsetzen, weil es so ein schöner sonniger Tag war. Aber ich habe gesagt, nee, das geht auch nicht, weil dann vergiftest du das Wasser in dem Fluss. Und du tötest die Lebewesen im Wasser. Das hat sie alles nicht gewusst. Also es ist ein wirklich super Tag, dass die Kippi lernen könnte, wo sie hingehört. Und wo die hingehört, ist der Mülleimer.